Nach einem erfolgreichen Auftritt im Pokal möchte Ochsenhausen natürlich auch in der Liga weiterhin oben mitspielen. Für Mühlhausen, Bundesliga-Debütant Kim Tae-hoon, muss allerdings direkt mal gegen Simon Gosi, einen absoluten Topstar, ran. Ein breiter Kader hat definitiv seine Vorteile. Simon Gosi, der Einzige, der in der Liga und im Pokal ran muss, die anderen zwei Spieler frisch. Trainer Yongfu behält mit Gosi auf der 1 recht. Der Spieler gibt ihm das Vertrauen zurück und holt ein 3-0. Im zweiten Spiel dann Chan Akuso gegen Steffen Menge. Der erste Satz zu 4, definitiv der einzige Satz zwischen den beiden, der noch deutlich ausging. Danach war es wirklich ein Match auf Augenhöhe. Die 2-0-Führung sieht natürlich erstmal komfortabel aus. In Satz 3 dreht Steffen Mengel aber auch nochmal auf. Der breite Kader von Ochsenhausen zahlt sich auch hier aus. Frische Kraft holt das 2-0. Samuel Kulczycki konnte diese Saison noch keinen Sieg in der Bundesliga für sich holen. Habesohn hingegen 3 Siege in Folge. Mit 13-11 kann sich Habesohn dann auch den ersten Satz sichern. Und nicht nur dieser absolute Highlight-Ballwechsel geht an Samuel Kulczycki, sondern auch der Satz Ausgleich 1-1. Kulczycki trifft seine Schläge, macht nicht allzu viele Fehler und so geht dann auch Satz 3 in seine Richtung. Ochsenhausen macht das Wochenende perfekt und bleiben damit weiter ganz oben dran in der Tabelle.